Ist, Leute, wenn ich aufs Scheißhaus muss, ne, mal groß scheißen muss, muss ich mich am Waschbecken festhalten, weil ich... Glück auf Schatzhausen, sagte, willkommen zu einem geschmeidigen neuen Video hier auf meinem Channel. Ja, Leute, eigentlich wollte ich ja schon längst ein neues Video hochladen, bin aber überhaupt nicht dazu gekommen. Gerade jetzt zu Black Ops 3 wollte ich eigentlich direkt mal irgendwie Livestream oder sowas raushauen. Aber ich war dieses Wochenende unterwegs und bin jetzt das erste Mal wirklich dazu gekommen, effektiv zu zocken. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, wie gefällt euch bis jetzt so Black Ops 3? Ich muss sagen, es ist bis jetzt relativ rund. Gefällt mir ganz gut. Gut, die Lobbysuche ist noch nicht optimal, aber Bugs hat irgendwie jedes Game, wenn es rauskommt. Ich finde es aber generell besser als WoW und Ghosts am Anfang. Also es hat, finde ich, jetzt nicht so viele Bugs wie die anderen Games, aber ja, können sie auf jeden Fall noch was dran verbessern, aber ich denke, das werden sie auf jeden Fall machen. Ja, warum kam kein Video? Daraus folgt auch eigentlich diese kleine Real-Life-Story, die ich jetzt mitgebracht habe. Und zwar, ich war dieses Wochenende unterwegs, ne? Und ja, da ist mir ein krasses Ding passiert, Leute. Das kann wirklich wieder nur mir passieren. So ein richtig dummes Ding, ey. Normalerweise würdet ihr mich wahrscheinlich auslachen, wenn ihr mich jetzt sehen könntet. ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich fange einfach mal an, und zwar... Freitag bin ich mit ein paar Leuten weggegangen und wir haben uns dann so gedacht, komm, trinken wir was und gehen eine Runde kegeln. Kegeln ist nicht Bowling, also falls jetzt irgendjemand verwechselt, sondern man hat so wirklich extrem kleine Kugeln, ne? Und ich war schon ein bisschen spät, weil ich halt davor noch in der Autowerkstatt mit meinem Auto war, weil da was repariert werden muss und so weiter. Ja, und dann war ich halt etwas später als die anderen, die hatten schon angefangen, ich natürlich dort reingesprintet, Jacke ausgezogen und direkt mitgemacht. Ich bin eigentlich so ein Typ, der das ein bisschen ruhig immer angehen lässt, und ich bin halt voll rein in die Vollen, und dann irgendwann war es dann auch so, dass die irgendwie sauer waren, keinen Bock mehr hatten. Ich habe die Kugeln allein weiter vorgehauen. Ja, und das Problem war, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ihr müsst euch vorstellen, beim Kegeln, die Kugeln sind ja kleiner. Na, also muss man dementsprechend weiter runter auf den Boden gehen, und ich war halt, bin total aus der Kalten, habe ich angefangen. Und ich habe es irgendwie geschafft, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe mir wirklich im linken und im rechten Oberschenkel die Muskeln gezerrt, gedehnt, überdehnt, weiß was ich, Leute. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch irgendwo, keine Ahnung, Muskeln gedehnt habt oder euch gezerrt habt irgendwie, wie asozial das ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe das in beiden Oberschenkeln, ne? Ich kann nicht richtig laufen, ich kann keine Treppen steigen. Und das Krasseste ist, Leute, wenn ich aufs Scheißhaus muss, ne, mal groß scheißen muss, muss ich mich am Waschbecken festhalten, weil ich nicht auf die Kloschüssel rauskomme. Ich müsste mich sonst runterfallen lassen, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich habe keine Kraft mehr, ich kann mich nicht mehr halten. Das ist, ich weiß nicht. Meine Freundin ist den ganzen Tag mich am Auslachen. Ich meine, ich laufe auch wie so ein Krüppel, als hätte ich gebrochene Hüfte oder sonst irgendwas. Mein Dad hat auch schon über mich gelacht, aber Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, ne? Du bist einfach, wie als wärst du gelähmt, ne? Wenn du links und rechts nichts machen kannst, selbst jetzt im Stuhl setzen, dann lasse ich mich schon immer hier so übelst in den Stuhl fallen. Und wenn ich dann irgendwie auf den Stuhl ausstehen will, ne? Das sieht aus, Leute, das kann man eigentlich keinen Menschen zeigen. Viele Menschen jetzt denken, Blacky, was erzählst du da für Scheiß? Ist aber wirklich so, ich wollte das eigentlich auch aufnehmen, aber... Ich weiß nicht, mir war das alles zu peinlich, aber übelst krass. Das kann auch irgendwie nur mir passieren, beim Kegeln sich in beiden Oberschenkeln zu zerren. In beiden. Na, und das Lustige ist, dadurch, dass ich jetzt so eine komische Laufbewegung habe, weil ich ja irgendwie so laufe, dass es nicht wehtut, habe ich ständig Krämpfe im Arsch und in der Fußzehe. Also Leute, ich bin echt bestraft dieses Wochenende, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jetzt die Woche wieder auf Arbeit gehen, ich will gar nicht wissen, was mein Chef so von mir denkt, wenn ich da so angehumpelt komme. Also kannst du wirklich keinem Menschen erzählen, sowas kann echt nur mir passieren, dass was ich beim Kegeln in beiden Oberschenkeln zerrt. Aber Leute, wie, ne? Ich habe ja wirklich jahrelang Fußball gespielt, ich habe mir viel gezerrt. Aber das ist mir echt in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Und das, nee, ich denke, ich beende das auch hier. Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Also wie gesagt, wenn man aufs Klo geht und will scheißen, Kind, ich sag's einfach mal so, man muss sich am Waschbecken festhalten, dass man sich auf die Kloschüssel setzen kann. Leute, dann ist echt vorbei. Ja, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch so eine krasse Real-Life-Story schon erlebt habt. Und ich würde sagen, Leute, das war's dann. Bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus.